Megastimmung ohne Ende konnte man beim Oktoberfest 2019 am Fürstenhof-Areal in der Burgenstadt Friesa, Kärnten erleben. Wunderbar, mit welcher Lebensfreude und Hammerstimmung die Besucher und Besucherinnen in den Festabend starteten. Ich finde, das ist ganz was Tolles, weil die Frieser sind eh etwas müde und jetzt haben sie die Chance, endlich einmal wieder ein bisschen was zu erleben. Super, perfekt. Früher sind wir Althofen gefahren, jetzt in Friesach. Toll. Wir haben gesagt, wir sind eine Eventagentur, wir wollen Friesach beleben. Und deswegen haben wir gesagt, ein Oktoberfest, das ist ein Fest, das zu Friesach passt. Pünktlich um 18 Uhr begann das in Friesach noch nie dagewesene Abend- und Nachtspektakel mit der Kärntner Top-Band Die Tiger. Offiziell eröffnet wurde das Oktoberfest, wie es sich auch gehört, mit dem Hirter Bieranstich. Vorgenommen wurde dieser Akt vom Vizebürgermeister Reinhard Kampel. Oktoberfest in Friesach ist natürlich auch für die Stadtgemeinde Friesach ein Highlight, was das KTV-Event da macht. Das ist absolut positiv. Wir sind mal Kärntner und als Kärntner sollte man die Lederne ein bisschen trachtig und anziehen. Und bei so einem Fest, wo es da heute ist, passt das genau einfach. Die Kleidung ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass man trachtig angezogen ist heute. Also ich hab keine Tracht, deswegen habe ich mich eher leger angezogen, aber ich hab mein Herzle. Das Bier läuft, die Menschen bereits auf perfekter Betriebstemperatur, wohl auch dank dem musikalischen Vorprogramm durch Bert Stubinger und seinen Freunden, genannt Die Tiger. Eine Band, welche von den Fans schon mehr als nur eine Vorband gehandelt wird. Freut mich natürlich ganz speziell und das Publikum ist ja auch Wahnsinn. Also man fühlt sich ein bisschen wie daheim und ja, es taugt uns auch wirklich. Ja, wir kriegen Runden aufgezahlt, also die Leute gehen mit, es ist ein Traum. Im musikalischen Programm eingebunden und mit dabei war auch die örtliche Jugendband Rock Dragons, allesamt Schüler der Musikschule Friesach, diesmal mit dem Mega-Hit der Toten Hosen. Bei diesem Oktoberfest 2019 wurde von den Verantwortlichen der KTV-Eventagentur Friesach auch das Programm für 2020 präsentiert. Am 4. April haben wir die Draufgänger bei einer geilen Nacht in Trocht, wo wir jetzt schon sehr, sehr viele Karten verkauft haben. Aber die Sensation ist am 4.7. Das große Teufelbach-Konzert, das Heimspiel von Nick B., findet heuer in Friesach statt. Und da werden wir bis zu 5.000 Besucher in unserer schönen Burgenstadt haben. Angekommen und in der Burgenstadt gelandet, waren zur Freude der KTV-Eventagentur Friesach und den Fans die Profimusiker, die Nokis. Wir sind gerne in Kärnten, wir sind gerne im Ausland. Natürlich, Kärnten ist halt etwas Besonderes. Friesach ist da fast ein bisschen Heimspiel. Ich bin mit den Nokis aufgewachsen, also von rund auf, also absolut, ja. Mit dem Bandnamen Nokalbenquintett hat vor nun schon 37 Jahren alles begonnen. Bandleader Gottfried Würcher kam erst einige Jahre später zur Band. Einzigartige Erfolge ohne Ende stehen zu Buche. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich meine Ziele eigentlich zum Großteil erreicht. Ich kann mit ganz ruhigem Gewissen sagen, dass ich gute Kumpel habe, dass ich Leute habe, mit denen man über längere Zeit arbeiten kann. Kollegen, der Wilfried ist mir 37 Jahre zusammen, der Markus ist über 20 Jahre dabei, also Sigi auch 17 Jahre. Also es ist für mich wichtig, dass man die Leute auch von der Technik her immer dieselben hat, dass man die versucht zusammenzuhalten, wenig zu tauschen und dann, glaube ich, kann man auch leichter und besser arbeiten, vor allem, glaube ich, viel, viel kreativer. Bandleader Gottfried Würcher und seine Männer Wilfried Widerschwinger, Markus Holzer und Kurt Strohmeier befinden sich weiterhin an der Spitze oder anders gesagt in der deutschsprachigen musikalischen Top-Liga. Stellt sich die Frage, wo entstehen eigentlich die Lieder, welche die Fans so begeistern? Prinzipiell komponiere ich bei mir im Büro und wenn ich Ideen habe, schaue ich halt so schnell wie möglich, dass ich die irgendwie festhalten kann. Sonst kann es sehr schnell passieren, dass du es vergisst. Und das ist dann schade. Du kennst doch die
Eine absolute Marke im Musikgeschäft, die Nokis aus Kärnten. Neben der ganz besonderen Gabe, immer wieder passende Lieder zu schreiben und vorzutragen, spielt auch eine perfekte Strategie und Vermarktung eine ganz besondere Rolle. Bei diesem Oktoberfest 2019 in Friesach durfte auch der aktuelle Hit Fair Play nicht fehlen.